Es wird definitiv heftig krachen. Das wird selbst den Crash von hier knapp 70.000 Dollar auf 16.000 Dollar alt aussehen lassen. Vermutlich so sehr, wie es selbst noch nicht in Krypto passiert ist. Oder sogar im Dotcom-Bubble oder 2008. Ich kann dir nur sagen, dieser nächste Krypto-Dump wird auf jeden Fall sehr, sehr vielen Leuten, und ich sage hier 80% plus, den Hosen unter den Hintern wegziehen. Wenn du jetzt natürlich dem Markt schon eine Weile folgst und so wie ich vielleicht schon seit ein paar Jahren dabei bist und idealerweise schon gut investiert bist, würde ich das jetzt vielleicht überhaupt nicht anheben, weil du schon entspannte 400, 800 oder 1000% im Plus bist, also sogar mal 4 bis 8 bis 10x. Und hättest du seit, sage ich mal, Oktober, November, Dezember ganz genau hingehört, hättest du so Sachen wie Parler AI auch hier schon gekauft. Da habe ich es zum ersten Mal genannt, ich glaube sogar hier in dem Bereich schon, da hättest du jetzt schon, ja mal, entspannte 5 bis 10x mitgenommen. Oder ein anderes AI-Projekt wie Fetch AI, was jetzt richtig krass abgegangen ist, was sicherlich nochmal eine Korrektur machen wird, aber wir haben hier darüber schon hier in dem Bereich gesprochen. Oder ein Infrastrukturprojekt aus dem Gaming-Bereich, was hier auch schon gute Performance gemacht hat seit November, sage ich mal. Und selbst ein ganz sicherer Player wie Avex, so eine Layer 1 Chain, die auch im Gaming- oder AI-Bereich unterwegs ist und hier wirklich gute Fundamentals hat, hättest du hier, sage ich mal, im November schon echt entspannt für unter 10 Dollar kaufen können. Jetzt sind wir bei knapp 60. Und nein, der Zug ist noch nicht abgefahren. Wir sind immer noch sehr früh dran und genau darum geht es heute, um nämlich einen zukünftigen Crash oder die Crash, die noch kommen werden und den finalen Crash, der für dich am wichtigsten sein wird, weil wenn du den verkackst, dann ist eben das Problem, dass du keine Gewinne oder nur wenig Gewinn mitnehmen wirst. Und darum soll es genau heute gehen. Und wenn du das eben früher als andere erfahren willst, weil wie gesagt, diese Videos brauchen manchmal ein bisschen zur Produktion. Ich muss die hier aufnehmen, ich muss die skripten, ich muss mir Recherche machen. Was ich zum Beispiel als Recherche, aber auch für Austausch nutze, ist meine Community auf School. Hier kannst du einfach mal gucken, school.com und dann finanzielle Freiheit erreichen, einfach eingeben. Hier wollen schon wieder 5 Leute dazu. Wir sind mittlerweile schon über 100 Leute innerhalb weniger Wochen jetzt, die sich eben genau zu dem Thema Krypto austauschen, Cybersecurity, wie man sein Wallets absichert, wie die Regulierung aktuell ist, habe ich vorhin auch erst ein Video aufgenommen. Futures versus Spot, so ein Steuerthema von Krypto, aber auch andere Themen. Also jetzt nicht nur Krypto, sondern auch Immobilien, generell Vermögensaufbau mit dem Ziel, finanzielle Freiheit zu erreichen. Ist ein reger Austausch jetzt mittlerweile schon da, finde ich echt cool. Das wird aber noch mehr und mehr. Also aus meiner Sicht ist es noch sehr, sehr ruhig da. Hier passiert zwar schon einiges, aber es wird noch mehr kommen. Das Coole ist dann auch, wir haben jetzt hier schon erste Live-Termine gehabt, wo ich erstmal relativ viel erklärt habe, wo auch du davon noch profitieren kannst, weil ich diese Aufzeichnung natürlich auch in dem Classroom hier habe, wo aber auch andere Sachen nach und nach dazukommen. Hier wird was zum Fundament kommen, hier wird was, wie man Cashflow investiert, hier wird zu goldenen Regeln was kommen, hier wird, wie du ein Portfolio aufbaust, was zu kommen und eben die Aufzeichnungen und all das kostenlos tatsächlich. Also ich will hier auch, bin ich noch mal am Überlegen, ob ich da mal ein kleines Price-Tag dranhänge irgendwann, aber für Leute, die bis dahin noch eintreten, wird das auf jeden Fall kostenlos bleiben. Aber unterm Strich damit ganz wichtig für dich, was kannst du davon nutzen? Du kannst, wir diskutieren dort eben, wie wir aktuell im Markt agieren. Ich werde dort auch meine Strategien teilen, wie ich und wann ich vor allem aus dem Markt teilweise rausgehen werde, was meine Ziele sind. Das mache ich ungern hier auf dem Kanal, weil wenn ich keinen Einfluss darauf habe, was du für Fragen stellst, sondern nur sehe, was ich sehe, ist es für mich schwierig, deine Situation zu beurteilen. Wann hast du gekauft? Welche Projekte hast du gekauft? In welchem Zyklus hast du gekauft? Was für eine Ziele hast du? Kann ich alles nicht einfach so beantworten. Kannst du hier aber Fragen stellen und ich werde hier auch weiter meine Strategie teilen. Ich werde hier auch weiter von meine Projekte teilen, die ich spannend finde und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wärst du früh genug da drin gewesen oder hättest du früh genug hier meine Videos abonniert, deswegen auch gerne ein Abo da lassen, dann hättest du diese Projekte schon sehr, sehr früh erfahren. Die werden auch noch, kann ich dir auch mal klein bei sagen, die werden hier noch locker mal 5 bis 10x machen. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich und wie du da am besten gute Einstiege findest, das ist genau das Ziel dieses Videos heute. Und genau darum soll es heute gehen eben, dieses hätte, wäre, wenn. Die Vergangenheit ist nur Vergangenheit, Bitcoin hat jetzt schon ein bisschen was gemacht, aber hat ja gerade mal, wenn man hier mal rauszoomt, ganz, ganz wichtig, gerade mal das alte All-Time-High gerissen. Wenn man hier mit dem vorigen All-Time-High vergleicht, ist da ja sicherlich noch was drin. Und wenn ich jetzt hier gucke und das mal nach oben projiziere, dann wir wahrscheinlich, und ich will hier ungern auch festgenagelt werden, ja, also irgendeine Spanne zwischen 100, 150, vielleicht 200, 250.000 für den Bitcoin. Was natürlich bei Ethereum und bei Altcoins, die Projekte, die ich gerade noch viel höhere Steigungspotenziale bietet. Und aber wichtig zu verstehen ist, dass der Crash, den ich hier jetzt am Anfang mal so ein bisschen fies, sage ich mal, angeteasert habe und ist mir schon bewusst, dass es das ein bisschen Clickbait ist, auch mit dem Thumbnail und dem Titel, aber der Crash wird kommen. Und wenn ich das Video erst mache, wenn es kurz davor ist, wird es für dich zu spät sein. Deswegen mache ich das Video lieber jetzt, weil tatsächlich dieser Krypto-Crash Leben ruinieren kann. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Leute verpfänden gefühlt ihr Haus, um in Krypto All-In zu gehen, verpassen den Exit und halbieren ihr Portfolio, haben vielleicht immer noch positive Gewinne gemacht, aber meistens nicht genug für die Erwartungshaltung, die sie hatten. Wenn überhaupt, manchmal gehen die Leute auch mit satten Verlusten raus und das würde ich natürlich für dich vermeiden. Ja, darauf kann man sich vorbereiten, dazu sage ich Richtung Ende was. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Kontext für dich, sonst verstehst du das Ende am Ende nicht und dann denkst du, na okay, das mache ich ja schon so grob, aber machst es am Ende eben nicht. Denn, nämlich wichtig, es gibt zwei Arten von Crashs, beziehungsweise Pullbacks auch oft genannt. Pullbacks sind so Sachen wie, wenn man sich das mal anguckt, hier ist ein Pullback, der sieht jetzt so klein aus, ne? Das sind aber locker mal 40-50%. Auch hier, vielleicht sind wir auch gerade hier schon, dass das so ein Pullback ist. Hier wird auf dem Weg nach oben, wird es immer, und diese kleinen Dinger hier, das sieht jetzt so klein aus, aber hier haben wir sicherlich auch 20-30-40% Pullback. Solche Dinge muss man aushalten können. Und du musst dich darauf vorbereiten, dass wir auf dem Weg zum Top, sage ich mal, was keiner vorhersehen kann, der sagt,
es wird hundertprozentig auf 150 gehen, der lügt. Das ist eine Projektion von Wahrscheinlichkeiten, die eintreten können. Ich kann hier genauso wenig sagen. Was man natürlich aber machen kann, das sage ich dir gegen Ende, wie man das nutzen kann, dieses Wissen, dass es diese Pullbacks geben wird. Weil, nämlich Teil 1, man kann hier gut nachkaufen, weil es wurde ja schon mal validiert, dass der Preis hier bei 7.000 ist. Dann kann ich doch den Rücksetzer nutzen und nochmal günstiger nachkaufen. Das ist genau für Leute, die vielleicht noch nicht so tief im Markt sind, eine gute Möglichkeit, wirklich nochmal günstige Preise zu erhaschen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst einen deftigen Rücksetzer, einen der ersten. In der Regel sagt zumindest die Vergangenheit, und wenn man sich die vergangenen Zyklen anguckt, die Logik, dass wir oft zwischen 3 und 6 dieser Pullbacks, also dieser größeren Pullbacks sehen. Wir haben immer mal kleinere Schwankungen, wir sind aber sehr, sehr early noch. Ich glaube, wir sind noch gar nicht in dieser Phase, wo es diese deftigen gibt, sondern wir sind jetzt wahrscheinlich entweder hier so oder hier so. Was auch wichtig ist, wir gucken uns der Bitcoin-Bus als, sag ich mal, Indikator an. Ich investiere jetzt hier auch nicht in Bitcoin, wenn der zurücksetzt, ne? Sondern ich gucke mir andere Währungen an. Zwei Sachen gucke ich mir da ganz wichtig an. Was hat in dieser Zeit anderes gut performt? Also gibt es Coins, gibt es Projekte wie Ethereum-basierte Coins oder andere basierte Coins, die in dieser Zeit sogar nach oben gegangen sind. Da kann man ja ganz gut schauen. Ich kann mir das Datum angucken, zum Beispiel 18.10.2017. Das würde ich jetzt vielleicht eher in der näheren Vergangenheit machen, aber als auch vom Prinzip her, und gucke mir dann eben den Coin an, was der da gemacht hat. Gucken wir natürlich auch dann da gute Einstiege an. Oft crasht Bitcoin ein bisschen runter und dann ein bisschen versetzt, ein paar Tage, ein paar Wochen, gehen dann die Altcoins zum Beispiel runter. Und das muss man wissen, diese Zyklustheorie, dass man weiß, okay, erst bewegt sich Bitcoin, dann bewegt sich Ethereum, dann bewegt sich alle andere Layer-One-Chains, dann bewegen sich die anderen Nischen und dann eben kleinere Altcoin-Projekte. Weil es eben auch mit dem Risiko zusammenhängt. Viele wollen mit dem Kapital, was sie aus Bitcoin rausziehen, eben dann in Ethereum und Ethereum-basierten Projekten Gewinne machen und ziehen das dann eben darüber. Und deswegen steigen die dann erstmal und crashen dann, um dann das Kapital wieder zurückzurollieren. Musst du alles jetzt nicht im Kern verstehen, das ist auch vielleicht wieder eine Spezialtaktik, die muss man jetzt nicht unbedingt machen, finde ich auch gerade in Deutschland ein bisschen schwierig mit den Steuerregularien, aber so wird es eben global, sage ich mal, gehandelt. Aber vor allem schauen wir uns jetzt auch in diesem Video noch an, wie wir nicht nur die lahmen Bitcoin- und Ethereum-Renditen, sage ich mal, von 300, 400, 500%, also 3, 4, 5x machen, sondern wie wir jetzt es auch noch schaffen, sage ich mal, 5, 8, 10, 12, vielleicht sogar 20 und 25x hinzukriegen. Also das sind, sagen wir, 2000% Rendite. Und das ist noch möglich aktuell. Es kommen gerade täglich neue Projekte raus, die sehr, sehr spannend sind, wo immens viel Kapital reinwandern wird im Bereich AI und Gaming, gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber auch andere Bereiche, Real World Assets, sage ich auch noch gleich nochmal ein paar Projekte, die sehr, sehr spannend werden. Ich will jetzt aber nicht zu sehr in diese Zyklustheorie reingehen, das habe ich in anderen Videos schon im Detail wirklich 1:1 erklärt und da kannst du gerne nochmal auf meinem Kanal gucken, in den anderen Krypto-Videos zu diesen Themen, wo ich am Anfang immer diese Zyklustheorie wirklich nochmal im Detail erkläre, wie ich auch auf Solana gucke, wann die sich bewegt haben, meistens Wochen später. Wenn du noch näher am Zahn der Zeit sein willst, habe ich ja vorhin schon mal angeteased, sagt die Community von uns, finanzielle Freiheit erreichen, will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Wichtig ist aber, da wirst du auf jeden Fall den finalen Dump, also ich sag mal den finalen Crash nicht verpassen, sondern da werden wir wirklich sehr, sehr nah am Markt sein. Wir sind noch gar nicht so weit, deswegen kannst du jetzt noch gut einkaufen, da jetzt langsam in die Community reinkommen, langsam warm werden und dann einfach ein Gefühl dafür kriegen, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Und ich prognostiziere, sagen wir mal ganz, ganz grob, ich habe auch keine Glaskugel, gegen Ende des Jahres nochmal wirklich einen krassen Run und dann 2025 vermutlich einen extremen Run, aber auch eben den extremen Crash, der kommen wird. Der kann auch 2024, kann auch in den nächsten Monaten kommen. Darauf sollte man eben vorbereitet sein. Und das bist du am besten in dieser Community. Und ich kann dir auch sagen, auch wenn man sich so ein Projekt wie Beam jetzt hier anguckt, klar, wir haben das jetzt, sagen wir mal, hier im November, Dezember angefangen zu kaufen. Das basiert übrigens auf Merit Circle, also das ist jetzt nicht ein super neues Projekt, sondern das wurde jetzt nur gemerged. Selbst so ein Merge-Projekt, sind hier von 0,05, glaube ich, auf jetzt schon, also wir haben jetzt hier schon mal locker bis zum letzten All-Time-High fast ein 10x hingelegt. Und ja, das ist kein Problem. Solana, das hatte ich, glaube ich, auch in einer der letzten Videos schon mal gezeigt, hat nach so einem Move, und wenn wir jetzt wirklich mal bei Solana rauszoomen, gucken wir uns gleich nochmal an, Moment. Auch Solana hat jetzt schon einen riesen Move gemacht, hat aber noch nicht mal seine All-Time mehr geknackt. Wenn ich jetzt hier mal zurückgehe und diesen letzten Zyklus mir angucke, und wir sind vermutlich jetzt gerade hier so irgendwie. Und Bitcoin ist hier schon getoppt in diesem Bereich, wenn man sich die Daten mal von vorher anguckt. Ich mache das jetzt nicht nochmal alles in dem Detail, wie ich es in den letzten Videos gemacht habe, aber vom Verständnis her. Und hier ist auch schon viel passiert. Und hier sind wir von 1,50 Dollar auf 40 Dollar gegangen. Ja? Also wir haben schon mal locker 20, 30x genommen. Und die haben wir bei den AI und Kryptocoins noch nicht mal gesehen. Und wenn wir jetzt hier hochgehen aufs Finale, Alltime High, sind wir 230 Dollar. Also wenn wir hier schon gekauft hätten, sind wir natürlich Glückspilze. Die meisten kaufen wahrscheinlich eher in dieser Phase. Werden dann nochmal rausgeschüttelt hier in dieser Phase, wo es nochmal ein bisschen seitwärts und runter geht. Aber hier, das sind eben die Goldzonen, wo ich sage, okay, jetzt war die, wir waren hier schon hoch, hier kann ich nachkaufen. Und das steht uns gerade bevor. Und wenn du das jetzt richtig nutzen kannst, ich sage dir nur, das wird dir wirklich viel Geld bringen. Aber nochmal, ich kann es nicht oft genug stressen, du musst deine Position ordentlich planen. Du musst dir die Einstiege ordentlich planen, wenn du jetzt hier kaufst, wann auf diesem Weg nach oben verkaufst. Keiner weiß ja, dass das jetzt der Top war. Wenn ich jetzt hier zurückgehe auf, sage ich mal hier,
Ist das der Top? Keiner weiß es. Was machst du hier auf dem Weg nach oben? Das solltest du genau einplanen. Zeige ich dir auch noch genau gleich wie. Eine Schwierigkeit, die eben jetzt dazu kommt, ist, dass dieser Zyklus wahrscheinlich ein bisschen anders laufen wird als die letzten. Also es gibt viele Theorien. Meine Theorie oder ich habe zwei Theorien, die parallel laufen können. Ist jetzt erstmal, dass so eine Sachen wie Bitcoin ETF, auch BlackRock und große Investmentfirmen, die jetzt reingehen, massiv Kapital reindrücken. Es gibt jetzt auch schon welche, die erste Gewinne mitnehmen, was natürlich jetzt den Verkaufsdruck etwas nimmt, Gott sei Dank, weil sonst würden wir eh zu früh toppen und das hätte wieder andere Nebenwirkungen aus meiner Sicht. Aber du siehst hier das jetzt schon relativ regelmäßig. London Stock Exchange, die wollen auch gerade Bitcoin auf ihre Kunden, sage ich mal, in London und in UK bringen. BlackRock ist drin. Bitcoin ETF generell in den USA angekommen. Dann wird es hier Richtung Ethereum ETF jetzt demnächst heißer werden, sage ich mal. Viele im Krypto-Twitter, denen ist komplett 100% klar, es wird das Ding geben. Aber die Großen werden es nutzen. Und hier ist schon might be delayed after all. Forbes. Forbes ist vermutlich auch in der Hand von BlackRock oder anderen Firmen. Jetzt natürlich gucken, ah cool, ETF bei Ethereum, was können wir da rausschlagen? Wir versuchen jetzt erstmal nochmal Sales and News Events zu erzeugen und eben genau das hinzukriegen, dass wir nochmal günstiger einsteigen können und dann für unsere Kunden möglichst günstig diesen ETF launchen können. Das wird jetzt auch demnächst passieren, aber dann wird auch in Ethereum in den Space nochmal massiv Kapital gehen. Also ich bin noch nicht mal so alt, dass wir bei 10.000 bei der Grenze, bei der magischen Grenze von Ethereum schon Schluss sehen. Also es kann sein, dass wir auf 20.000, 25.000 gehen. Ist das jetzt eine Garantie? Nee, natürlich nicht. Aber aus meiner Sicht geht da so viel Kapital rein, noch diesen Zyklus und vielleicht sehen wir auch gar nicht so diesen Riesencrash, dass wir sagen, so wie die letzten Male. Es kann aber genau umgekehrt sein, dass eben genau wie diesen extrem größeren Crash sehen, den wir sonst nie gesehen haben. Klar, wir haben einen Riesencrash gesehen, aber wir sehen jetzt wieder größere Crashs, weil genau diese Firmen, die diese News machen, genau das wieder machen werden mit Manipulation und eben schnell große Mengen an Kapital rausziehen können. Das werden die neuen Wale werden, sage ich dir. Wir werden aber auch, was wir jetzt hier auch über die Reise gesehen haben, immer mehr, und das haben wir im letzten Zyklus, das war ja dieser mit dem Doppeltop, haben wir das erste Mal gesehen, wie institutionelles Kapital reingegangen ist. Also wir haben MicroStrategy mit Michael Saylor, der hat immens viel Kapital reingegeben. Tesla und Elon Musk hat viel Kapital reingegeben, auch natürlich herausgezogen. Aber da hat man auch gesehen, wie schnell beeinflussbar das ist. Aber für mich ein extrem bullisches Szenario ist jetzt eben diese drei Themen, Solana-Ökosystem, Gaming und AI und auch noch andere wie Real-World Assets, DePIN und so weiter, die jetzt echte Use Cases bringen. Vorher war das alles aus meiner Sicht Spielerei. Klar, wichtige Spielerei für eine neue Asset-Klasse. Aber hier werden wir, gerade in Gaming, in der AI, werden wir die großen Gewinne sehen werden im nächsten. Und hier ist noch nichts passiert. Guck dir das Market Cap an. 35 Milliarden. Das ist nichts für einen ganzen Sektor. Und hier sind sicherlich auch Sachen gelistet, die gar nicht wirklich echt Gaming sind oder auch Projekte, die wahrscheinlich sind wir eher bei 20, 25 Milliarden. Das ist nichts. Guck dir doch gerne mal alleine so Meme-Coins und so Shitcoins an wie Dogecoin oder Shiba Inu. Jetzt wird wahrscheinlich jemand sagen, oh, Dogecoin ist ja richtig wichtig und so weiter. Das ist am Ende ein Gamble-Coin, ja, da spielen Leute mit. So, und hier sind 26 Milliarden Dollar drin, bei Shiba Inu sind 17 Milliarden. Diese beiden Coins alleine sind wahrscheinlich so groß wie Gaming und AI zusammen. Und jetzt mach deine eigene Rechnung dazu. AI alleine wird jetzt aktuell von Sam Altman zum Beispiel oder von anderen im AI-Bereich, im konservativen AI-Bereich, werden viel Geld gerade geraced. Ich glaube, die raisen gerade Trillionen an Geld. Wir sind hier noch weit, weit weg mit dem ganzen Markt. Ja? Und wenn wir hier nur, sag ich mal nur, sehr, sehr konservativ geschätzt, auf 500 Milliarden oder vielleicht eine Trillion gehen, dann sehen wir bei vielen Projekten, weil ja nicht alle mitgehen werden, sondern bei den wirklich markten Playern wie Fetch AI, wie Akash, Render wird sicherlich noch einiges machen, Echelon Prime, Parler AI, OXO, extrem krasse Projekte, die hier noch Market Caps von 300 Millionen haben. Ja, das ist viel Geld, ist mir schon klar, aber im Krypto, das ist nichts. Ja. Und wenn wir hier sicherlich nochmal 3 Milliarden oder vielleicht auch 6 Milliarden sehen, dann sind es 10 bis 20x. Plus den Fakt, das darf man auch nicht vergessen, dass wir, und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wenn du schon so früh dabei warst, dass wenn wir hier bei Bitcoin nochmal rauszoomen auf All, dass das ein Doubletop war, weil wir hier Corona hatten, weil wir einen Kriegsanfang hatten in Russland, Ukraine. Wir hatten eigentlich als Krypto-Twitter beschlossen, wir werden auf jeden Fall die 100.000 Marke reißen. So, haben wir nicht gemacht und hier ist so viel Liquidität nach oben, beziehungsweise nach unten, auf diesen Grenzen. Wir sind jetzt schon gerissen, bei 100.000 war ja die alte Marke. Aus meiner Sicht ist das ein bullisches Szenario, was wirklich den Preis heftig nach oben treiben kann. Ich kann dir nichts versprechen, ist auch keine Anlageberatung. Aus meiner Sicht sind das gute Anzeichen. Viel Kapital geht gerade rein, neue Use Cases sind da. Institutionelles Kapital sind die ersten Staaten wieder, die wieder anmelden, so hey, wir wollen das jetzt mehr nutzen, auch als Staat. Und eben komplette Unbanked-Sektoren, die vorher gar keine Chance hatten, am weltglobalen Geldmarkt teilzunehmen, die gehen jetzt auch wieder mit Geld rein. Dafür eben jetzt wichtig, eben die Projekte sauber auszuwählen, aus meiner Sicht. Und dass du dich wirklich strategisch sauber positionierst. Ich werde jetzt nicht schon wieder die School-Community aufrufen. Ich hoffe, du verstehst aber, dass genau da du sowas machen kannst. Und genau da dich auch unterhalten kannst mit Leuten, die schon sehr, sehr lange, ich bin jetzt schon, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahre im Kryptobereich unterwegs, kenne mich so mittlerweile langsam damit ein bisschen aus, habe schon 6-stellige Gewinne gemacht damit und so weiter und so fort. Da sind Leute drin, die noch viel, viel mehr damit schon gemacht haben in der Community. Und die dir eben sagen können, hey, wenn du jetzt startest damit, dann mach vielleicht nicht
20 Coins, wo ich, also ich auch schon gesehen habe, ich habe 35 Projekte, das wird dich in den Ruin treiben. Das wird genau das machen, was ich am Anfang gesagt habe. Das wird dieser Crash, der dann kommt, den du nicht handeln können wirst, wird eben ruinieren. Und vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie manchen, aber es gab viele, viele, viele Selbstmorde. Es gab viele, viele Existenzen, die dort ruiniert wurden. Und ich hoffe einfach, dass das bei dir nicht passiert und du einfach da sauber agierst. Und das Video genau das machst, erkläre ich dir jetzt gleich nochmal sofort. Nämlich die sauberen Kryptonischen, Kryptonischen sauber recherchieren, sage ich mal, und die auch finden. Du kannst jetzt natürlich locker und easy und geschmeidig mit Bitcoin und Ethereum, sage ich mal, so ein kleines Kombo, kannst du nochmal dein Geld vielleicht verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen. Wenn dir das reicht, völlig okay, ist relativ sicher, musst dabei jetzt auch die Einstiege und Ausstiege nochmal ein bisschen gut machen, das vielleicht nochmal ein Pullback nutzt und so weiter. Für mich, und das wollen wir hier eigentlich, wir wollen Gewinne im 500 oder 1000, also 5x, 10x, 15, 20x machen. Wir wollen unser Networth vielleicht verfünffachen am Ende, verzehnfachen, was natürlich richtig geil wäre. Und das geht aus meiner Sicht aktuell am besten mit AI, mit Gaming und Real World Asset, also RWA. Dort gut recherchieren. Ich habe das in anderen Videos schon gemacht. Guck dir gerne mein Top 9 AI-Video oder mein Top 9 Gaming-Krypto-Video an. Davor habe ich auch schon Videos gemacht, wie ich Infrastruktur recherchiere, wie ich die Teams recherchiere, wie ich das Marketing recherchiere, wie ich dort reingucke. Und das ist ganz explizit wichtig. Das will ich jetzt in diesem Video nicht nochmal machen. Hier geht es explizit eigentlich darum, dass du einen guten Plan, eine gute Strategie dir machst, das zeige ich dir auch gleich nochmal, und dann eben gut diversifizierst und jetzt im Einstieg eben lieber 3 bis 5 mal gut 10.000 Euro platzierst, als einmal, sage ich mal, 50.000 oder 60.000 Euro und dann flach gehst. Ja? Weil am Ende, was bedeutet das? Du hast vielleicht zweimal Nullnummern, also es geht extrem runter, du hast einmal vielleicht, ja, läuft so ganz okay, aber du wirst zwei gute Griffe haben, mindestens in der Regel. Wenn du gut recherchiert hast, sind es alle gute Griffe. Die machen vielleicht, das eine macht vielleicht nur Verdoppelung, Verdreifachung, ein, zwei machen wahrscheinlich vielleicht 5x und dann gibt es eins oder zwei, die 10, 15, 20x machen. Und das reicht ja schon aus, wenn du das mit 50k machst. Kannst du dir selber ausrechnen, das ist ein Win, ja. Aber dann eben auch, und wie kann man das, Papiergewinne bringen uns alle nichts, ja, sage ich dir auch jetzt schon, es bringt dir alles nichts, wenn du auf deine App guckst oder auf deine Wallet und du hast jetzt, sage ich mal, aus 50.500 gemacht. Wenn das wieder runterrauscht auf 70.000, hast du exakt 20.000 Gewinn gemacht. Viel reicht es, für mich wäre das blöd, deswegen jetzt eben genau hinhören, wie ich das mache und eben deine Exit-Szenarien ordentlich planen und umsetzen. Denn die meisten lassen eben gute Gewinne und überhaupt Gewinne auf der Straße, indem sie eben das, was ich dir gleich nochmal zeige, eben durchreiten. Die kaufen vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Also wir sind jetzt ungefähr hier, sage ich mal. Kaufen dann vielleicht hier. Dann beim ersten Rücksetzer verkaufen sie wieder, verfummeln das. Und dann sind wir hier, hatten jetzt die Double Top. Das war extrem schwierig zu sehen, glaube ich. Das hat, glaube ich, kaum einer vorher gesehen. Und bei dem Weg nach unten denken, oh, ja, ich kaufe mich vielleicht nochmal günstig ein, aber greifen da ans fallende Messer und sind dann irgendwann wieder hier und haben vielleicht sogar Verluste gemacht. Das wollen wir nicht. Und wie genau mache ich das? Ich gucke mir verschiedene Referenzszenarien an. Also erstmal aus den alten Bullenmärkten, kann ich ja hier machen, wie ich es dir gerade gezeigt habe, dass ich sage, okay, wenn Bitcoin das alte All-Time-High gerissen hat und vielleicht darüber, sage ich mal, 50% oder 100% oder vielleicht sogar 2, 3x gemacht hat, dann würde ich langsam anfangen, rauszugehen aus dem Bitcoin-Ökosystem. Das gleiche bei Ethereum. Vielleicht kann man bei Ethereum noch 3, 4x machen, aber vielleicht würde ich vorher da auch schon mal 10, 15, 20% rausnehmen. Nach und nach. Und dann eben, und so, das habe ich in den anderen Videos eben erklärt, wie die Zyklen funktionieren, dass du dann guckst, nach, weiß nicht, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen oder 1, 2, 3 Monaten, dass dann ja die Altcoins nochmal pumpen und dann eben dort, wenn du dann siehst, okay, jetzt haben wir, sind wir da aus Bitcoin, aus Ethereum raus, jetzt geht es da nochmal, weiß ich nicht, vielleicht 3, 4, 5x, dass ich dann beim 3x, vielleicht bei 4x, bei 5x von diesem Punkt dann eben schon mal rausskaliere und rausnehme. Pro Variante, wie gesagt, auch, dass ich dann vielleicht rolliere, zurück in die Layer und da nochmal Gewinne mitzunehmen. Aber das würde ich jetzt eher mal für die, die schon mal so einen Zyklus mitgemacht haben, sagen. Ansonsten, wie gesagt, komm zu unserer Community. Das wird der Game Changer sein, wenn du keinen Plan hast, keine Leute um dich herum hast, die sich damit beschäftigen. Und ansonsten schau dir noch dieses Video an.